Hallo und willkommen zurück. Aber ne? läuft gut. Ach so. Marathon. Ja, ist Marathon. Ist auch echt ein Marathon, ey. Puh. Ich glaube, das muss hier noch eins weiter. Ja, wir sind hier immer noch fleißig am Haus bauen. Kriegen. Mhm. Es wird aber, es wird. Ich laufe gleich mal rum und dann könnt ihr noch mal gucken, weil das wird echt voll. Voll richtig, richtig super. Warte. Hier muss noch so eine. Eine Schicht hin. Ja, so. Ach so. Ach so, meintest du das? Ja. Ist das dann hier symmetrisch? Guck mal, ich glaube, hier fehlt das Ding. 2, 4, 5, 6, 7, ne? Ja, das hab ich gemacht. Weil das sind jetzt 7. Willst du eine ungerade Zahl haben? Dass wir in der Mitte haben wir dann 5. Ja, guck mal, so, wenn ich jetzt hier in Klotzen sitze, dann ist es doch voll die Mitte. Ja gut, nee, ich frage ja nur, ob das so cool ist. Ja, ich glaube schon. Asymmetrisch ist viel interessanter. So, das ist ja hier das im Moment noch das Schlafgemach. Und hier haben wir jetzt den coolen Ausgang, wo wir hier unten noch rein. Stimmt, wir können mal ja, zeigen. Ich zeig jetzt hier. Ich zeig jetzt hier. Und hier ist dann, ja, theoretisch, wo wir eine Mine uns runtergraben können. Müssen wir noch ein Gartenhäuschen finden oder so? Ach, das ist unser altes ja, Loch. Ja, das ist ne? alte Loch. Ja, wie bei meiner Frau. Oh. Das alte Loch. Hier ist so voll der schöne Ausblick. So eine kleine Terrasse. Ich finde es hier hinten schöner als da vorne. Ja, finde ich auch echt. Hier ist echt super. Da fehlt noch eine Treppe. Warte, ich habe sogar eine dabei. Mach ich jetzt eine hin. So. Oh, das sieht ja scheiße aus. Naja. Naja. Balkon. Hier kommt die Küche hin. Das mache ich gleich. Wo? Warte. Hier. Ach ja, das muss ich ja auch alles zeigen. Ich will auch Rundgang machen. Ja. Warte, ich muss mitkommen. So, okay. Hier ist dann Küche. Mm-hmm. Hier die schöne Treppe. Hier könnt man hier so einen Pflanzen, hier einen Blumentopf genau hier hinstellen. Und dann kommst du die Treppe hoch und hast erstmal rechts so einen Blumentopf, dann eine Wand und so. Echt? Ja, voll schön. Krass. Und das Kreuz. Ja, das ist das Heilige Kreuz. Wir gedenken den Toten. Ne? Der Leckkönig hat wieder zugeschlagen. Gut. Ach, Mann. Ja, hier, keine Ahnung, was da noch passiert. Hier ist auf jeden Fall der Vordereingang, ne? Mit unseren schönen Apfelbäumchen. Oh, guck mal, wie schön das jetzt schon aussieht. Ist voll groß, der Eingang, kann das sein? Ja, da ist ja noch nicht fertig. Aber sieht echt ziemlich geil aus, muss man schon auch sagen. Voll cool eigentlich. Wenn wir dann hier unten noch die zweite Ebene haben. Weil hier ist noch der edle Marmorweg, wo es Marmor fehlt. Ja, da ist auch noch der Garten. Hier war einfach eine Grille gerade im Haus. Was erlaubt die sich? Ja, und hier unten geht es dann so langsam Richtung Keller und da hinten ist nochmal ein Ausgang. Die Grille gerade, das war der Jiminy. Ah, also das war der echte. Die das anderen mein sind nur ja, fake. Ja, ich hab ihn zum Bier eingeladen. Ja, ja, genau. Wollten jetzt Fußball gucken, ein Bierchen trinken. Cool. Ja, ja. Aber der Jiminy verträgt nichts. Der ist immer so schnell voll. Tja. Ist halt auch nur eine Grille, ja, ne? So eine Grille, die hat nicht so viel Muskeln, ne? Kann das nicht so kompensieren. Ja. Haben Asiaten auch? Nee. Asiaten bestehen nur aus Sehnen. Ja, die haben erstens haben die keine Muskeln. Und zweitens fehlt denen aber auch ein Hormon, um Alkohol vernünftig abzubauen. Sowas habe ich auch schon mal gehört. Ah. Ist schon echt ein hartes Schicksal. Oh. Ja gut, ich trinke ja selbst nichts, also. Oh. Bist du gestorben? Nee, nichts passiert. Gehört. Ja, nee, alles gut. Okay. Kannst ja dann angucken, was da passiert ist. Ah, du hast den Baum abgehauen. Ich muss jetzt mal hier gucken auf E, was da steht, wenn ich Kitchen bin, ob da was kommt. Was ist das denn? Sollte es geht. Nein. Ofen, da gibt es auch verschiedene inzwischen. Aber dieser andere Ofen ist eigentlich voll unnötig. Da kann man dann zwar eine Pfanne draufstellen, aber zur Deko irgendwie, keine Ahnung. Okay. Wir könnten mal mit den. Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das Mangrovenholz finde ich schon cool. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, das ist sehr hell. Das gefällt mir echt gut. Ich mache mal gerade eine Truhe, wo wir. Wie heißt. Nee, warte mal. Dann das fertige Essen reinlegen. Straw. Traver. Ah, die Drawer. Da könnte man welche machen. Stimmt. Oh, jetzt habe ich einen hergestellt. Was brauche ich? Warte. The fuck? Nee.
Hä, wieso kann ich mir das einfach da rausnehmen? Das will ich gar nicht. Jetzt sag nicht, das ist Nee, Creative ist es Mode. nicht. Wir Es ist Survival. Aber vielleicht, weil ich Admin bin, ich weiß es nicht. Ja, dann hör auf Ja, aber rumzuschummeln. ich wollte ja gucken, wie es gemacht wird. Da musst du einfach einen Okay. Linksklick Ja, drauf hab ich. Und machen. dann hatte ich es auf einmal im Inventar. Kann das auf jeden Fall nicht. Ich muss das herstellen. Und wenn du dann Ja. aber da drin bist, dann musst du ja auf das Fragezeichen klicken, ne? Ja, Dann kommt das automatisch das so als kommt bei mir Vorlage. nicht. Ich krieg nur drauf und dann habe ich es im Inventar. Ich kann es dann aber wieder zurückschicken, quasi. Aber ich glaube, ich musste dafür Zurück an Absender. ganz viele Kisten herstellen, das weiß ich noch. Ja, yep, habe ich auch gerade gesehen. Kiste, Also mache Kiste. ich hier mal. Kiste und Slabs brauchst du. Slabs auch. 4 Kisten, 4 Slabs. Kisten, 4 Slabs oder 5 Slabs sogar. Okay. Machen wir das mal. Noch ein paar Kisten. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen zu viel Slabs gemacht. Er kann es ja wieder zusammenfügen. Ach so. Ja, kannst ja auch aus dem halben Block in den ganzen machen, du Held. Ey, das wusste ich ja nicht. Ach, und so kriege ich Ah, ein. kannst du echt von mir noch was lernen, verrückt. Ja, krass. Nee, wie mache ich. Ach so. Meinst du. Nee. Hä? Hey, kann man die nicht zusammenfügen? 100 Pro kann man die Geht gerade zusammenfügen. aber nicht. Ah, so, Slap. Nee, wie mache ich nochmal Slaps Ah ja, überhaupt? eine Reihe voll. Eine Reihe voll. Wie war das? Ach so. Ich wollte ja auch ein Regal haben. Vielleicht kann man die doch nicht mehr zusammenfügen. Ich meine im Kopf zu haben, dass man Vielleicht das konnte man kann. das. Vielleicht hängt es mit irgendeinem Mod zusammen, dass man es nicht kann. Auf jeden Fall, Keine Ahnung. will ich hier diese Vierer-Dinger haben. Ja, mache ich auch gerade direkt eins. Wo sind. Das sind 4 Kisten und 5 Slabs. Ich hoffe, ich mache das jetzt gerade richtig. Ich kann ja nicht gucken. Das muss ich unbedingt umstellen, ja. Ah, ich habe das jetzt. Oakwood. In jeder Ecke in jeder Ecke eine Kiste Ja. und der Rest von den Slabs. Ich habe jetzt 4 Oakwood, Aber ist Oakwood so schön? wow. Es ist das einzige Holz, das wir gerade Nee, wir hier haben jetzt haben. Spruce-Wood, habe ich noch. Ein bisschen. Ich habe Fichte jetzt. Fichte müsste doch Oak sein, Nee, oder? Fisch, Oak ist Eiche. Ah, dann habe ich Ja. dann habe ich Spruce wahrscheinlich. Ja. Zeig mal, wie es aussieht. Wohin? Stell einfach Die mal hier Dame. ans Regal, an die Wand. Ja, das finde ich gut. Dürfen es so nicht übertreiben. Betreiben. Ja. Das kriegen wir auch noch ein 5 FPS Haus hier. So, ich habe. Ups, Salah. Ich stelle einfach mal her. Wie viel habe ich jetzt? 8 Stück. Ja, das ist jetzt übertrieben, ne? Nein, Doch. glaub mir. Es ist jetzt übertrieben. Wir müssen dann eh von da unten noch umziehen nachher, von hier oben umziehen nachher mit dem Lagerhaus nach Ja, unten, hier ne? kommt noch kein Lagerhaus hin. Das ist jetzt Küchenutensilien. Ja, eben. Ach so. Ja, okay, da müssen wir aber nachher wieder umschibbeln von wegen Lagerhaus unten, alles was man nicht braucht, wie große Mengen an Gurken oder so Ja, zum das muss nach Beispiel. unten. Hier. Ich habe jetzt schon mal 4 hier reingetan. 4 ganze Gurken. Heftig. Schon krass, wie es abgeht bei Ja. uns, ne? Wir können uns gönnen auf jeden Fall. Ich muss jetzt hier gerade mal den Ofen. Der muss jetzt mal woanders hin. Oder vielleicht bleibt doch genau da stehen. Ja, Brauchen wir vielleicht einfach nur. Ah, ne, haben wir Stein? Zählt das als. nee, nicht so. Als Stein? Ajo. Brauche ich gleich mal 2 Öfen. Weil dann können wir immer mehrere gleichzeitig verwenden, was ja sinnvoll ist, ne? Weißt du, dass wir kein Essen mehr haben? Wir haben kein Essen mehr. Doch, ich habe noch ein bisschen was. Hier, nimm mal. Ja, so und so, so dringend ist das jetzt auch Ja, aber dann nicht. hast du für Notfall. Ich wollte nur jetzt mal ein bisschen Marble holen gehen, um da mal einen vernünftigen Weg hinzuballern, damit ich mich da auch Ja, und orientieren dann nimmst du, kann. wenn du Tiere siehst, nimmst du sie mit, ne? Ja, genau, das Das war ja klar. kommt. Ach doch, da muss einer in die Muss ich Küche. nur viel hier lassen? Ist aber alles voll wieder. Aber ich nehme den Rucksack mal mit. Mir das hier einfach gar nicht gefällt gerade.
Ich muss hier, krieg hier gleich Akros. Weg mit der Kiste. Ja, ich gehe da mal auf. Ah nee, ich glaube, es wird gerade dunkel, ne? Ich glaube, wir schlafen vielleicht noch vorher, bevor ich losziehe. Ja, warte, ich hau hier erstmal alles wieder, was in der Kiste war. Oder was in die Kiste soll, hier wieder rein. Mhm. So, so, so. So, das hatte ich auch nicht. Vor das Despawn. Sollen wir das hier an allen Ecken so machen, oder? Was jetzt? Ja, hier diese schrägen. Nö, wir gucken erstmal noch, gucken wir, wo überhaupt noch was hinkommt. Also eine Wand oder sowas, oder? Ach so, meinst du innen? Ja, ich meine nur vom... Ja, können wir ruhig machen. Ja. Ich finde, sieht eigentlich ganz gut aus. Mhm. Muss man da mal im Gesamtwerk betrachten. Ja. Boah, das dauert aber... Da passt aber auch viel rein, ne? In die Kiste. Wo? Du musst jetzt hier schon oft rennen. Ja. Das ist jetzt auch nicht sortiert. Ach, guck mal, das ist cool. Das ist cool. Was meinst du jetzt hier? Das... Hab ich... Naja, weiß ich noch nicht, ob das so cool ist, ehrlich gesagt, gerade. Bin jetzt nicht mehr so von überzeugt. Aber so sieht's aus wie eine Stütze. Ja, ist doch gut, ne? Ja, ist schon okay. Ich finde das gut. Das kommt da rein. Oh Gott. Ach, habe ich schon alles aufgesammelt, okay. Schon? Ha! Gut. Dann können wir jetzt schlafen gehen. Ja, ich muss gerade ein bisschen rechnen. Warum musst du rechnen? Ach, nur so. Hast du wieder vergessen, den Timer zu stellen? Nee, wie kommst du darauf? Das wird wieder nie passieren. Nee, ne? Habe ich mir auch gedacht. Nee. Bin ich viel zu professionell für. Ich glaube, es fände es cooler, wenn die Öfen hier ups. hier in der Wand integriert werden, oder? Ja, dann müsstest du aber nach hinten raus eine Beule machen. Ja, das ist halt Stein. Das sieht doch mega abgefuckt aus. Oh, ich muss mir da gerade mal was überlegen. Du siehst aus, als hättest du einen Bart. Was? Geil. Ja, mit den Haaren auf dem Oberkörper so. Das sieht manchmal aus wie ein Bart. Wie so ein Zwergenbart, weißt du, so richtig dicker. Schön. Das ist doch schön. Ah, die Äpfel sind reif. Cool. Ich überlege gerade, ob ich hier schon irgendwie was reinpacken kann. Zum Beispiel das Resin, das brauchen wir ja eigentlich nicht. Das kann ich hier reinpacken. Erstmal. So, dahin. Genauso wie Eisen. Eisen können wir auch mal hier hinpacken. Nein, gib mir das mal gerade. Die Fackel. Du hast es wieder eingesammelt. Ja, nee, das Eisen. Achso, okay. Hab ich gesehen. Bin doch hier ganz schnell. Ja, das stimmt. Ich will mich jetzt gleich mal ein bisschen suchen hier nach Eisen und Marble und so. Da brauche ich eine Hacke. Ich muss gerade einfach die ganze Zeit überlegen. Ich glaube, der da. Das da muss. Der da kommt weg. Ich geh mal zu den Dinos, ne? Ja. Ich muss kurz überlegen, die Dinos, hä? Oh, und ich bin gerade einfach eiskalt in so ein Loch gefallen. Kann man denn eigentlich irgendwie so eine Küchenplatte bauen? Ja, sowas gibt es, sowas in die Richtung. Oh, hier ist eine Ente. Und nein, ich habe ein Ei gefunden. Oh, das ist Dagobert. Kannst du den benennen? Das geht mit einem Add-on, so ein Name-Template. Templates kann man da machen. Cool. Na, cool. Dagobert. So, hier ist die Workbench. Der kommt auch weg. Nee, der kommt weg. Och so, das ist ja... Ich brauche ein Treppchen. Ein Treppchen im Birkenholz. Boah, hier ist Jiminy. So aggressiv. Ach so, oder geht das nur mit... Ja. Nee. Brauchst du noch Birkenholz, dann nehme ich unterwegs was mit. Birke ist immer gut. Muss ich es daran bauen? Ich bin manchmal mit dem Bauen, wo ich was dran bauen muss, nicht so ganz
Doch, so sieht's gut aus. Huert, das finde ich super. Dann ist das hier so eine Arbeitsplatte. Das kommt weg. Und hier kommt die nächste Arbeitsplatte hin, so. Ach so, wollte ich es eigentlich haben, ne? Ein Fall für Galileo Mystery. Definitiv. So. So finde ich das gut. Doch, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich muss nur weiter überlegen. Wo kommt jetzt dann der Ofen hin? Und so vielleicht doch. Nee. Uiuiuiui. Wieder immer rülpst nach dem Essen. So ein richtiges Schwein ist das. Ja. Kann ja, immer als ich. Sagen, kann ja von dir nichts anderes erwarten, ne? Brauchen wir eigentlich Kohle? Oh ja, also Kohle haben wir zwar noch, aber bringen wir mit, weil sicher, sicher. Wenn der nämlich ausgeschöpft ist, der Kohlevorrat. Achso, ich habe ja noch Sand. Wo ist denn. Achso, Ofen muss ich wieder aufstellen. Die habe ich im Moment alle hier. Ja! Wie mache ich das jetzt am besten? Es dauert immer so lange mit diesem Gackstein-Äxtchen hier. Hast du keine Eisenaxt? Doch, aber ich will erst die Steinaxt verbrauchen. Okay, ich habe mir gar keine Steinaxt gemacht, glaube ich. Das ist noch die vom Anfang, glaube ich. Ich habe nur einmal kurz Kohle abgebaut. Nur so viel. Ja. Ich bin ja hier der Bauer, weißt du. Oh Mann, ich bin gerade voll am Verzweifeln, wo ich den Ofen hinstellen soll. Also erstmal. Oh doch, da habe ich noch. Meine Axt. Baue ich jetzt erstmal die Kiste ab. Ah, da ist mehr drin, als ich dachte. Ah, das ist echt ein anderer Marmor. Ja, da muss man aufpassen. Das ist so ätzend. Auch den, welchen brauche ich? Dirt. Bissel 2. Dann mache ich einfach mal das ganze Glas noch rein. Ditte. Dirt. Gib mir noch mehr Dirt. Das kann ich alles reinhauen. Ui. Ui. Dirt. Ah, hier ist er. Schüssel 2. Geil. Holz. Na, das ist nicht so gut sortiert gerade. Flint. Sonnenblume. Pilz. Ah ja, das war's schon. Ja, super. Wann hast du eigentlich angefangen mit dem Kram hier? Mit Let's Play. Oder was? Ja. Im Februar, glaube ich. Ach, krass. Ich auch. Ja, ja, Tatsache. Am 11. glaube ich. 11. Kanal erstellt und dann eine Woche später oder so als erste Video. Ich habe mir meinen Kanal schon im Januar erstellt gehabt, weil ich es schon geplant hatte. Ich hatte halt nur kein Equipment gehabt. Und habe halt dann erst ein bisschen überlegt und auch so, was für Spiele könnte ich spielen. Ja, muss ja. Ja, ne? Ja, genau. Weil ich ja habe jetzt auch nicht so super viele geile Spiele, die man Let's Playen könnte. Ja. Du hast Minecraft. Ja, genau, deswegen habe ich auch damit angefangen. Ach, hast du echt? Ja. Oh, so klischee-mäßig einfach. Ja. Ist echt so. Schon krass. Und dann habe ich nach dem. Oder war es sogar erst im März, wo ich angefangen hatte? Ich weiß, das war, glaube ich, nach dem 24.02. erst. Mhm. Was war denn am 24.02.? Da war ich ein Tanz der Vampire. Wo denn? In Stuttgart war ich da. Das ist voll cool, ich liebe Tanz der Vampire. Ich würde gerne mal König der Löwen sehen. Also das Musical. Ja, das würde ich auch gerne mal sehen. In Hamburg, ne? Deswegen war ich schon voll glücklich, dass wir in Stuttgart kamen, weil Tanz der Vampire in Berlin und Hamburg war absolute Scheiße. Also Also ich war jetzt nicht in Berlin oder Hamburg, aber ich kenne die Aufführung von YouTube und mein Papa war da und das war einfach nur richtig schlecht. Die waren so, keine Ahnung, waren irgendwie voll aus dem Takt, wie die gesungen haben, so ganz merkwürdig betont, so, ja,
War gar nicht mein Fall. Und in Stuttgart, da war ich ja schon mal 2001 oder so. Da war ja zum Teil noch die Originalbesetzung da. Und es war halt richtig gut. Und dann Wie kam kann es man ja denn sowas dieses Jahr wieder. verantworten? Was Dass denn? das, ja, dass das so scheiße ist. Ich meine, das Ja, ist das so frage ein ich mich auch. namhaftes Ding. Ja. Und ich muss sagen, also jetzt in Stuttgart, da hat's. Manche waren richtig gut, ja. Zum Beispiel, ich fand die Sarah hat voll gut gesungen, also die Schauspielerin hat, die gespielt hat. Der Graf hat in den tiefen Stellen, hat er fast geklungen wie der Steve Barton. Der erste Graf, der Originalgraf. Aber in den Höhen war es auch nicht so ganz meins. Insgesamt fand ich es aber echt gut. Also Dass die du sowas Tänzer, alles weißt. ja, mag ja Musicals. Die Ja. Tänzer waren richtig gut, ne? Die Tänzer waren richtig gut, muss ich sagen. Was? Ich war noch nie in einem Musical oder Theater oder sowas. Echt? Da Theater schon halt so, aber ist nicht ernsthaft richtig krass, also. Nee. Oh, doch, ich mag das voll gern. Ja, ich bin Ich halt ein wäre. Kulturbanause irgendwie. Ich war auch zweimal in Dresden, in der Dresdner Staatsoperette, die in Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das haben die Oh, zweimal das so ist gut bestimmt gemacht. cool. Das war richtig gut. Ohne Witze, der den Jekyll und Hyde gespielt hat, diese Verwandlung, das war richtig gut. Boah, ich glaube, wenn du da gute Schauspieler hast, dann hast du wirklich ein gutes Erlebnis auf jeden Fall. Ja, war richtig cool. Ich würde so gern mal Romeo und Julia und Elisabeth noch sehen. Aber das ist ja nicht on Tour gerade. Oh. Diese ganzen Stage-Musicals, die sind viel zu teuer. Ich finde das so doof. Ja, aber es ist ja nachvollziehbar, ne? Das ist ja ein Riesenaufwand, der dahinter steht. Ja, schon, aber oh, das kannst du dir einfach echt nicht so viel leisten. Ich war jetzt zum Beispiel in Tanz der Vampire. Weiß ich nicht. Wir waren jetzt nicht auf den besten Plätzen, sondern eher auf den zweitschlechtesten. Und da zahlst du trotzdem pro Person ungefähr 100 Euro mit Studierendenausweis. Ui, oh, das ist saftig auf Ungefähr. jeden Fall. Ja, kannst du dir dann zum Weihnachten Geburtstag schenken lassen, ne? Ja. Zusammen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch Luke Mockridge, ne? Kennst du doch bestimmt. Nee. Ist jetzt. Was? 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 Wenn du mein Gesicht sehen könntest, wie schockiert ich bin. Nee, kenne ich nicht. Für die 90er, also aus den 90ern so. Dann groß Ich hab. geworden bist. Oh, du leckst gerade, ich hab's nicht verstanden. Ah. Ja. 90er, bist du ja groß geworden, ne? Ja. Ja. Und da macht er so Comedy für. Also du verstehst das und lachst da tierisch mit, wenn du da groß geworden bist. Musst du dir echt mal Okay. geben. Hast du verstanden? Ja, habe ich verstanden. Muss ich mir geben. Okay. Ja. Und der hatte halt auch Karten für in Köln. Für Köln Arena. Und das war komplett ausverkauft. Komplett von oben bis unten. Und dann habe ich halt noch, da gab es so ein Ticketportal, wo man die zurückgeben und dann noch ankaufen konnte. Da habe ich ernsthaft 100 € für beide Karten ausgegeben. Wie Für meine viel Ex-Freundin ist das gerade damals. geleckt? Genau an der Stelle. 300. 300 Euro. Also Boah! 150 Euro pro Karte. Boah, heftig. Das musst du auch Ja. erstmal Ja, da habe ich noch in der Bank gearbeitet. haben. Ja. Es ist schon krass, wie teuer sowas halt manchmal ist, ne? Ja, wenn es gut ist. Das ist halt immer voll die Enttäuschung, weißt du? Ich glaube, also meine Schwester, die fand es jetzt zum Beispiel nicht so. Das Tanz der Vampire-Ding. Weil du wächst halt, keine Ahnung, seit 10 Jahren oder so kennst du, hörst du einen dieselbe CD und du kennst die Einsätze, du kennst den Text und Und dann wie verkacken die die es singen. halt, ne? Ja, genau, und dann erwartest du halt auch ein bisschen was so Ja. vom Bühnenbild. Also, ich muss sagen, die hatten was eingebaut, was halt nicht auf der CD ist oder was ich auch vorher nicht kannte. Das war echt witzig. Ja. Du musst jetzt mal schlafen kommen, ne? Ja, Ich liege hier schon. was wir auch müssen? Hä? Essen Ja. sammeln. Ah, die Folge beenden. Oh mein Ja. Gott, wir müssen die Folge. Kann sein, dass die jetzt echt lang wurde. Ja? Ja, ich habe echt keine Ahnung mehr, wann. Ich glaube, es könnte eine halbe Stunde sein oder auch ein bisschen drunter. Ungefähr. Ei, gut. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, dann schmeiße ich mich jetzt zum Abschluss aus dem Fenster. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Im nächsten Leben. Warte, ich will mitmachen. Tschu. Nein. Okay, ich tue so, als ob du tot wärst. Ich falle rückwärts. Bis Ja. dann. Vielen Ja. Dank. Macht's gut. Ah! Tschüss. Bots.